Ja, und jetzt haben wir es soweit. Messerrunde auf Inferno, wie gewohnt, in der Mitte. Wir schauen mal, wer sich hier die Seitenwahl aussuchen darf. Wer schafft das, 5 Tracks mit dem Messer zu machen? Geht geschlossen drauf. Keine große Wartezeit. 2 gegen einen. Cap. Ja, Sphinx sollte ihn holen können. Beide One-Hit. Und dann schmeißt er da in die Luft. Sphinx holt das Ganze. X, also... Eieiei. Meine Herren. Orkless 5 mit der Entscheidung. T-Side, CT-Side. Sie gehen auf den Switch. Die Jungs der Orkless 5-Bande. Und somit kommen der Restart. Und die erste Runde kann starten. Wir sehen dreimal Kevlar, Kit, Granate und nochmal Kevlar bei Steeko. Ebenso fünfmal Kevlar bei den Northern Souls. Und erstmal geht es hier auf ein 3-2 Setup. 3 auf B, 2 auf A. Und Orkless 5. Ja, Zelbo, der hier vielleicht mal Richtung Mitte runterschaut, hört die Steps in der falschen Mitte. Da kommen sie alle fünfmal nach oben, schieben über lang. Und da müssen es eben jetzt Nevis und Belmont das Ganze aufhalten. 2000, kommt im ersten, im zweiten auch noch. Belmont wird hier attackiert, holt 2, 3, 4 Klicks raus. Und dann ist Cap alleine, keine Chance. Belmont, nachdem er anfangs ein paar Schwierigkeiten hatte, die Headshot zu drücken, laufen sie dann doch noch alle rein. Und Orkless 5 gehen erstmals in Führung. Instant wird hier auf die Farmers gerailt. Belmont hätte genug Geld für M4, Kevlar und Granaten. Und die wird auch standesgemäß reingekauft. Bei den Northern Souls sehen wir 4 Desert Eagles, zweimal Kevlar dazu. Flashes, eine Smoke. Erstmal Schäber an. Cap schaut da rein. Hinten bleiben Sphinx und Belmont eher etwas defensiver. Na, erste Pop-Flash. Sphinx kann sich Richtung Seite zurückziehen. Kein Problem. Bekommt erstmal keine Schüsse hinterher gepfeffert. Hinten warten sie mit Steeko, Xelbo und auch Nevis auf der A-Set. Alle drei auf kurz. Na, sofern sie hier die ersten Infos bekommen, vielleicht kurz ein Smoke liegt, weiß man, dass CT durchgehen könnte, dann wissen natürlich Sphinx und auch Belmont direkt Bescheid. Und langsam baut man sich auf bei den Northern Souls für die B-Side. Orkolicious macht den Anfang, der Deagle schaut nach links, nach rechts, ganz, ganz langsam. Belmont mit dem Molotov in der Hand, sieht Orkolicious. Deagle, erster Shot, sitzt, alles gemacht worden. Sphinx ist damit der MP7. Kommt nochmal rum, das sind noch 2. Sphinx in die Smoke und das ist der Teamkill da von MRK. Und onside kommt Belmont in M4 nochmal rum. 1 gegen 5 und das war's. Sphinx und Belmont halten zusammen die B-Side. Ja, und da haben sich die Jungs der Northern Souls das Ganze ein bisschen anders vorgestellt. Orkolicious hat oben in Richtung Bombs, in Richtung Belmont schon ordentlich Schaden ausgeteilt, aber am Ende hat es nicht gereicht. Und somit heißt es 2-0 Orkless 5. Northern Souls dritte Runde ebenfalls nochmal Pistol-Eco-Runde. 4x P250, keine Flashes, keine Smokes diesmal. Und wieder, na, gleicher Aufbau bei Orkless 5. Wieder zu zweit hinten auf B und zu dritt stehen sie oben im Teppich und auf A kurz. Und da kommt die erste Granate. Nevis macht erstmal keinen Schaden damit. Mercer, ja, ist jetzt drin, schaut Richtung Boiler. Den Step von Xelbo eventuell gehört. Ja, sie warten, Steeko bereit, sofern sie hier vielleicht rausflächen, rauspushen. Xelbo kommt rum mit dem ersten. Mitte schiebt noch einen, hat man gespottet. Granate hinterhergeworfen. Epic bekommt 10 Schaden. Teilt sich ein bisschen auf. Ebenfalls noch zu zweit oben auf der B-Set. Orkolicious und MRK. Na, steppt ein bisschen. Vielleicht, um hier natürlich 2 Spieler auf B halten zu können. Ja, sie haben auf B, wenn sie jetzt zusammen rausgehen, natürlich 4 Pistolen. Kein Kevlar. Bekommen also den Schaden direkt gedrückt. Und trotzdem nur Sphinx und Belmont, die hier stehen. Jetzt kommen sie durch. Ja, Check-in rechts. Nicht beide stehen sie da. Schönes Crossfire. Wunderbar gemacht. Und auch die dritte Runde geht erfolgreich an Orkless 5. Und jetzt eben geht's in die heiße Phase. Die erste Buy-Round bei Northern Souls. Und die müssen sie nutzen. Aktuell können sie vielleicht noch einen kleinen Vorteil haben, da eben Nevis und auch Xelbo noch mit den beiden Farmers spielen. Also nicht auf die M4s upgraden.
Na, piekt hier erstmal in die Mitte, pusht runter. Hinten stehen MRK und Mercer, Messer in der Hand. So, und da wird er fast rausgenommen. Er schafft es aber noch, den Emil wegzusetzen. Sieht hier raus, Nevis ist da, um zu traden, aber da kommen sie mal runter. Wenn man züngst, offensiv, diesmal nicht erfolgreich, Orkless 5. Ja, man aimt Mitte einfach ab, hat ein kleines Crossfire eben von der Rampe, von der falschen Mitte aus. Und dann laufen sie da einfach in 2, 3, 4 Mann rein. Erste Runde noch von Souls. Ja. Und jetzt eben gibt es die AWP bei Xelbo, der Rest mit M4. Ist natürlich ein bisschen Geld gespart, also dass man dort bei zwei Spielern nicht auf die M4s geupgradet, sondern bei den Farmers geblieben ist. Diesmal Xelbo mit der AWP auf B. Drei Mann stehen dort, bekommt erstmal einen Boost rein. Schaut, ob er hier früh was sehen kann in der Runde. Da könnte er vielleicht Erfolg haben. Xelbo. Ah, den Kopf gesehen, aber den Kill nicht setzen können. Oculicious. Unsere Teamkollegen haben da wahnsinnig viel Glück, dass sie nicht in der Unterzahl anfangen. Stehen aber trotzdem alle in der Bahn drin. Also haben sich wahrscheinlich schon entschieden, dass es hier am Ende doch Richtung B gehen soll. Xelbo aimt auf den Schlitz. Oculicious, Mercer müssen aufpassen, wenn sie hier vielleicht einfach so beispielen, im Shot baiten. Erste Smoke vielleicht bekommen. Xelbo schießt ein bisschen zu früh, pushen jetzt rein. Mercer guckt Richtung Pool, Onside steht, Spray down, sitzt nicht. Trotzdem fliegen die ersten beiden Kills für eben Northern Souls. 5 gegen 3 Überzahl, auch wenn hier schon ordentlich Schaden angerichtet wird. Xelbo hört den Bombplant, schaut hinter die Box. Na, Prefight Epic jetzt. Bombplanter ist raus. Trotzdem rennt die Zeit gegen Orkless 5. Und da steht noch MRK und ein Banane. Kopf biegt. Ah, sitzt nicht ganz gegen Nevis. Xelbo spielt das Ganze an. Der Smog wartet, bis diese fadet. Molotov geht rein. Schaut mal, ob er Richtung Quad was sehen kann. DKO. Flashbang kommt. Ah, Quad ist gesmoked. Pool steht Mercer. Der ist gespottet. Der ist bekannt. Sie müssen zusammenarbeiten. Aber DKO schafft es nicht gegen Oculicious. Und es ist noch Xelbo in der AWP. Und der wird hier nicht mehr alles riskieren, um die Waffe zu verlieren. Biegt nochmal rein. Holt sich Mercer. Oculicious. Im Pre-Fire-Modus dann erfolgreich. Zweite Runde noch von Souls. AWP kann durchgebracht werden. Und Orkless 5 müssen jetzt nochmal in die Pistoleke-Runde. Geldtechnisch reicht zwar nicht mehr. 2000, bei dem bleibt man sitzen. Und wenn sie hier vielleicht auf die Close Distance mit den 4 P250s 1-2 Frags ziehen können, die Waffen mitnehmen. Aber erst geht wieder auf den offensiven Push Richtung Mitte. DKO, Nevis holen 1-2 Mann raus. Den dritten auch noch. Und das ist der Worst Case. Cap und Epic. 2 gegen 3 Unterzahl. Und da haben sie Glück, dass aktuell noch keine Waffe gepickt wurde von DKO. Der kommt jetzt langsam nachgeschlichen Mitte oben. Epic. Und dann steht da auch noch Synx. Xelbo im 1 gegen 2. P250 nur 50 AP. Ja, versucht hier die Waffen ein bisschen mitzubringen Richtung Banane. Aber Xelbo sollte Glück haben. Hier liegt auf jeden Fall mindestens eine von 3 AKs noch rum. Bombe ist gelegt worden. Kein Kit. Und er geht hier nicht mehr offensiv rein. Die AK durchbringen. Denn die kann nächste Runde wieder sehr, sehr wichtig werden. Somit gibt es also den Ausgleich. Ebenfalls die dritte Runde für Northern Souls. Ja, Xelbo genießt hier ein bisschen das Abendprogramm im Radio. Währenddessen Cap und Epic im CT-Spawn nicht mehr bedrängt werden. Also auch die beiden überleben erstmal. Trotzdem natürlich Orkless 5 mit 3 Frags in der Pistol-Eco-Runde. Das ist nicht allzu schlecht. Die Economy kann dadurch natürlich sehr gering gehalten werden. Und das eben jetzt in Kombination mit der gesicherten AK durchaus eine Möglichkeit wert. Eine Farmers auf Belmont, der Rest mit M4s, Granaten, zweimal Defuse Kits. Und diesmal der 3-2 Aufbau wieder. Belmont Synx auf B, der Rest steht auf A, selber auf der Stelle Granate. Er trifft erstmal keinen Gegner. Und Northern Souls bauen sich ja erstmal sehr langsam auf. Ja, schauen Richtung Banane, Richtung Apps, überall mal rein. Vielleicht kann man ja Lucky den ersten Entry finden. Zu zweit bereits drin, Cap und Epic. Da sneaken sich nach vorne, Richtung Boiler, vielleicht mal Richtung Kurz schauen. Dort steht CKO auf dem ersten Balkon. Na, den könnten sie mit herausnehmen. Cap muss aber aufpassen, CKO.
Na, der schaut. Flashbang kommt rein. Er gespottet, man muss runterjoppen. Er hat sich hier ein bisschen von der Flash baiten lassen, dass er zurückgeschaut hat, nachdem die Flash nochmal aufgedotzt ist. Und trotzdem gibt es die ersten Infos. Nevis ebenfalls mal einen Blick riskiert in Richtung Apps. Ja, keinen gespottet. So langsam gruppiert man sich für 50 Sekunden in der Mitte mit 4 Mann. Auch wenn die Bombe noch immer unten am T-Spawn liegt. Und die muss man erstmal aufheben, sofern sie in Richtung Bombplant gehen sollte. Immer noch Nevis oben im Teppich. 40 Sekunden. Die Zeit rennt runter. Sie holen Xelvor raus. Onside stehen sie beide. Stike und Nevis. Popflash geworfen. Stike auch wieder rumsprießen. Guckt um die Ecke. Stike. Oh! Ah, fast Doppelkill für den zweiten Reich. Nicht mehr Nevis. Muss aufpassen. Oben er steht. Aber auch da fehlt der Doppelkill. Zwei Spieler angeschossen. Und das ist eine Chance für Orcless 5. Kommen wir zu zweit mit Sinx und Belmont in den letzten beiden Spielern über CT. Richtung A geschoben, Richtung Library. Mercer aimt ab mit 25 HP, sollte also eigentlich schnell rausgenommen sein. Belmont und Sphinx schauen nach links, schauen nach rechts. Mercer ist da, Belmont schießt, prefired, jetzt wissen sie, wo man steht. Belmont, ja, sollte abgeaimt werden, eine Flashbang sitzt nicht ganz, hört ist das von Orkulichtes. Mercer kommt rein und macht noch einen. Und das ist extrem bitter, mit 24 HP noch die letzten zwei Frags zu ziehen. Und zum ersten Mal liegt Orcless 5 jetzt hinten. Und auch hier, das Geld reicht nicht mehr. 3,9 auf Belmont. Man kauft Pistolen rein. 3-mal Deagle, P250, 5-7, 2-mal Kevlar, eine Flash, eine Granate. Axelbow kriegt ihn nur defensiv in Richtung Falsche. Und hier bleibt die Off on Souls erstmal komplett defensiv. Sie warten wieder auf den aggressiven Mitte-Push, aber der findet diesmal nicht statt. Natürlich in den Pistols, die Close-Hits spielen, nicht offensiv irgendwo reinrushen. Und vielleicht, wenn möglich, auch die Überzahl herstellen. Xelbo in Richtung Mitte, Nevis aimt einfach nur in Richtung Apps. Und hinten auf B, Belmont, Sphinx, Close an der ersten und zweiten Ecke. Belmont kommt mal rein, oh, C2 kann immerhin ein paar Infos abgeben an sein Team. Vielleicht kommt gut, Sphinx! Ah, ein bisschen unglücklich, kommt ebenfalls in den Kopf geschossen, währenddessen Xelbo zum ersten Mal den ersten Headshot zieht. Nur noch eine 3 gegen 4 Unterzahl. Nevis offensiv vor CT Apps. Na, hört, müsste die Steps von Epic hören. Der schaut mit der AK sprayt gerade noch so rein. 8 HP, ein bisschen Glück gehabt. Und Xelbo auf B. Kopf der Deagle. Nicht genug, um Mercer rauszunehmen. 5 zu 3, 2 Runden Führung für North on Souls. Und Orcless 5 in der nächsten Fullback Round. Erneut die AWP in Händen von Xelbo. Ja, geht hier auf den schnellen Mitte-Peak. Flashbang kommt rein, kann also nicht reinschauen. Muss das Ganze erstmal defensiv angehen. Es gibt nämlich jetzt hier in North on Souls ein bisschen Zeit, um mit Cap und Epic wieder in Richtung Apps zu gehen. Doch da wird es wieder mal defensiv gehalten von Nevis. Apps könnte man also einnehmen und dann erst von lang. Na, das Crossfire von Xelbo und von Stiko. Bereit mit der ersten Smoke, sofern sie mit dem durchgehen sollten. Aimt hier nur auf den Schlitz. Da kommt ganz langsam der erste Mann raus. Xelbo dem ersten. Orkulicious ist weg. Na, Smoke von Stiko wird erstmal noch abgebrochen. Xelbo riecht da vielleicht noch einen zweiten Frag für sich. Währenddessen oben Nevis aufpassen muss. Dreimal über S raus. So, oh, Nevis unglücklich. Der direkte Trade hier von Epic. Xelbo stieg Richtung Pitch. Hat immerhin einen Gegner gespottet. Mercer angeschossen worden. 9 HP. Epic ebenfalls unten drin. Und das ist eine gute Ausgangslage für Orcless 5. Granate sitzt perfekt von Xelbo. Und jetzt die 1 gegen 4 Unterzahl. Epic muss aufpassen. 48 Sekunden. Vielleicht einmal Richtung Mitte. Schaut. Sieht hinten Stike. Oh. Ja, der versucht mit der AK ebenfalls mal hier einen Headshot zu drücken. Belmont fliegt noch raus, aber Stike ist instant down zu traden. Orcless 5 kommt wieder ran auf einen Runden Abstand. Währenddessen natürlich bei North on Souls noch durchaus Geld vorhanden. Ist durch jetzt 5 Runden in Folge, kann man nochmal in die komplette AK Byron reingehen. Full Nades sind ja. Smokes, Molotovs, Flashes, eine Granate auf Cap. Diesmal ist das Ganze etwas in Richtung Banalkontrolle fixiert. Bei Orcless 5 Belmont am ersten
Zementsack, Synx als Backup hinten dran und auch noch Steeko mit einer Support Flash, die jetzt kommt. Aber da spielen sie überhaupt nicht. Sie gehen keine Gegner in Bahane. Offensive Smoke liegt und wieder müssen Xelbon und auch Nevis das Ganze auf allein erhalten. Steeko wird gebaitet. Hört die Steps. Na, kann schon mal ansagen, hat ein paar Infos bekommen. Aktuell Mitte und Alang komplett ungedeckt. Ja, die versuchen wieder sich in Richtung über Apps raus zu sneaken. Xelbon ist blind, Nevis beide unten drunter. Nevis ist raus. Xelbon im ersten Trade geswitcht auf die AK. Und das könnte vielleicht genau das sein, was sie brauchen. Muss nachladen. Und dann wird er von Epic rausgenommen. 1 zu 0 Unterzahl, Synx. MRK. Prefired erstmal nicht. Schaut defensiv rein. Synx. Und die Frage: Er hat ein Kit. Er hat Kevlar. Full HP, eine AK Molotov Flash. Durchaus eine Chance, das Ganze hier zu holen. Gerade weil er MRK mit dem Schnellschwanz sehen kann. Weiß, er steht im Hausmeister drin. Zwei Stück, die er noch finden muss. Onside steht Cap. Der sieht ihn oben. Ja, Synx schaut Richtung Side. Weiß kurz steht. Kommt, pusht ihn. Synx 1 gegen 1. Und dann ist Onside Epic. Und er kommt von hinten. Und dann sitzt der Frag. Kein Ausgleich für Orkless 5. Sondern eben wieder zwei Runden Führung für die Northern Souls. Man zwingt sich jetzt hier in den Force-Buy rein. Drei M4s, die kann man sich leisten. Allerdings kein einziges Defuse geht dafür. Immerhin zwei Smokes, vier Flashes und eine Granate. Doppel-Deagle bei Belmont und bei Nevis. Und auch hier den Lauf von Souls. Erstmal aimen sie ab. Prefire ein bisschen Richtung Apps, Richtung Banane. Xelbo unten defensiv unterm Häuschen. Steeko auf dem ersten Balkon. Nevis mit der Deagle oben schaut wieder in Apps rein. Genau das gleiche auf B. Belmont mit der Flashbang im Anschlag. Synx dann eben bereit, sofern hier die ersten Steps, die ersten Infos in Richtung B-Side kommen. Die Zeit rennt langsam runter für die Northern Souls. 45 Sekunden haben sie. Sie stehen jetzt aktuell mit allen 4-5 Mann in der Mitte, in der falschen Mitte. Erster Smoke für kurz geht auf. Das ist die Info, die Xelbos DKO eventuell brauchen und lassen aktuell Nevis alleine auf A stehen. Da muss man aufpassen. Xelbo mit einer Granate. Und ein bisschen zu spät, um hier maximalen Schaden zu machen. Sie gehen rüber auf die A-Side. Xelbo mit dem ersten gegen Cap. Da hinten steht auch Epic. Xelbo versucht es, schafft es aber nicht, die zweiten zu holen. Und dann kommt DKO. Und zweit noch immer Nevis oben in Apps drin. Bombe wird gelegt. Steeko abgesmoked, Synx kommt langsam rum, MLK links mit der Pop, vielleicht will er reinpicken Richtung CT-Bogen, sieht Synx! Und auch hier sind es in Geschichte, Überzahl, 4 gegen 3, das Flammeninferno hinten auf Erlang, und wir sehen's. Orkless 5 gehen hier in den 3-Mann-Safe, Nevis vielleicht noch mit 1-2 Exit-Fracks, brennt unglücklich an und das müssten sie gehört haben. Und auch er muss jetzt hier die Beine in die Hand nehmen und laufen. Denn er hat immerhin Kevlar und die Deagle. Nächste Runde gibt es ein bisschen Entschädigungsgeld für das Nicht-Gewinnen der Runde. Na, von Souls. Na, teilen sich auf. Vielleicht noch nichts hier ziehen können. Natürlich sehr riskant, wenn man wirklich die Waffen und vor allem Kevlar dringend braucht. Siebte Runde. So langsam geht es in Richtung Halbzeitführung. Eine Runde brauchen sie noch dafür. Während Orkless 5 jetzt noch alle 4 Runden aus der ersten Hälfte holen müsste, um hier die Halbzeitführung für sich zu beanspruchen. Man kauft nicht nochmal nach, bleibt bei 3x Käfer, Doppel M4. Selbo mit einer P250, Synx mit der USB, Mitte hängt man an, Epic. Ja, schafft man nicht, ein Push wieder offensiv durch DKO mit der M4. Guckt, Rampau, noch eine letzte Mann ist Mercer Banane und der ist gespottet. Eieiei. 1 gegen 3 Unterzahl, sieht hinten Synx, der im Sprung versucht irgendwie die Info zu bekommen. Mercer dreht sich um, Synx wird gepusht, Mercer, und dann ist die KO da. Der macht 3 Frags mit der M4, pusht Mitte runter. Das ist die Überraschung, die sie gebraucht haben, Orkless 5, um hier in der etwas schlechteren Equipment-Runde gegen die Full AK Byron von Northern Souls anzukommen. Nur ist es auch hier wieder, man muss anknüpfen. Ja, der Ausgleich ist durchaus noch drinnen in der ersten Halbzeit. Geht wieder auf
alternatives Default-Setup, DKO unten im Hausmeister, oben Apps, Xelbo und Nevis. So, ein bisschen Glück, jetzt erst bekommt er ein bisschen Schaden, Epic schießt rein, Xelbo. Ja, bleibt weit an ihr stehen, man will wirklich zu zweit Apps halten können, zu dritt im Ernstfall, dass DKO hier mit rumzieht. Und vor B, da steht schon Mercer. Flashbang kommt rein. Hat den Step gehört von Belmont oder Synx? Na, die boosten sich wieder. Und Mitte bekommt DKO gleich Gesellschaft. Hört hier ebenfalls zwei, drei Mann steppen. Hinten kommt Xelbo schon langsam zur Hilfe. DKO auch noch immer unten drin. Und oben Nevis schafft's gegen Epic. Wir müssen traden, aber da Epic alleine war, gibt's hier erstmal kein Trade-Kill. Auch Collision schafft den Sprung nicht in Richtung Apps rein. Man schrubbt mal komplett rüber. Verlagert das Ganze wieder in Richtung Banane, in Richtung B-Side. Dort warten Synx und Belmont auf ihre Chance zu glänzen. Ja, 40 Sekunden für North and Souls. Synx droppt runter, schaut Richtung CT. Belmont onside defensiv. Sie haben noch Smokes, die Molotovs, Flashes, die sie werfen können. Genau, die kommen jetzt auch raus. Cap, MRK, Smoke für CT. Synx mit Molotov, hinten steht Belmont, brennt zum Glück nicht runter durch die Smog, die geworfen wurde, aber auch Synx macht erstmal keinen großen Schaden. Die Überzahl für Octus 5 ist weiterhin drinnen und dann kommt Xelbo mit der M4 durch die Smog, erfolgt gegen MRK. Bombe links an der ersten Box gelegt worden, Mercer, ah, schaut richtig jetzt noch, 2, nein, die zweiten schafft er nicht mehr. Und dann ist wieder DKO, der den letzten Schlag der Runde macht. Runde, die Bombe kann defused werden. Sechste Runde für Orkless 5. Noch ein Zehner, der zwischen den beiden Kontrahenten liegt. Durch den Bombplant gab es noch ein bisschen Geld für die North and Souls, man hier auch wenigstens nochmal drei AKs reinkaufen kann, um den Ausgleich eventuell verhindern zu können. Ebenfalls allerdings nur zwei CZs auf Cap und Ocolicious. Und dann die Granate von Xelbo. Da fliegt ein bisschen zu weit. MKG mit einer Smoke. Er dürfte ungefähr vor Pit landen. Liegt in den Heuwagen rein. DKO hört die Steps zurück. Man fliegt hier komplett rüber Richtung Banane. Geht schnell durch. Ah, die Steps dürfen ruhig gehört werden. Synx hat die Info. AK, Flashbang, soll man rein. Synx zum ersten. Synx wieder zum zweiten. Kommt! Synx! Nein, zum dritten reicht es nicht mehr. Trotzdem ist der Schaden da. Die Info. Die haben Orkless 5. Bombe kann allerdings gelegt werden. Und immerhin gibt das sich immer alle drei AKs, die jetzt hier in den Händen sind. MRKG, Ocolicious, Epic. Ja, versuchen hier alle Eingänge abzuämmen. Banane zu 2 CT Epic. Oh, die Flashbang trifft ihn und instant kommt die DKO. Zu zweit hinten stehen sie in Graveyard drinnen. MRKG aus der Smoke raus im ersten. Im zweiten Spinner sitzt. 2 gegen 2. Nevis und DKO. Sie haben Molotov, sie haben das Smoke. Erster Molotov hinten Richtung Garten schauen, Richtung Side. Man weiß nicht, wie viele hinten in der Runde drin waren. Dann zeigen sich langsam hinten. MRKG schaut in Richtung Quad Seat. Nevis trifft den Shot nicht, Drake den Kopf von Ocolicious, DKO kann erstmal in Ruhe defusen. Aber trotzdem geht die Runde an Orkless 5. 7:7 bislang in der ersten Halbzeit. Beide Teams, die sich nichts schenken, ungefähr auf dem gleichen Level spielen, beide jetzt so ein bisschen Momentum haben. Wir haben 5 Runden gehabt für North and Souls, am Anfang 3 für Orkless 5, jetzt auch wieder 3 für Orkless 5, letzte Runde, erste Halbzeit. Wie soll es da im Bestfall nochmal die Runde für Orkless 5 geben, damit man hier positiv aus der Halbzeit rausgehen kann. Wieder alle drei CTs auf A, unten Richtung Shot unterwegs. So, MKG erfolgreich. Synx dann erstmal nicht traden, Smogs kann man rein, Trade geht's vielen derweil. Und Xelbo versucht vergeblich Mitte den Epic zu traden, schafft er nicht. Synx muss aufpassen auf B, auch hier springt man vorbei, Ocolicious bekommt einen Headshot. Und das ist eine Möglichkeit, denn hinten bei den CTs sind noch alle drei Spieler auf Full Life. Und zwei Spieler bei North and Souls, die direkt One-Shot sind. Nevis kommt Apps raus, holt sich ebenfalls Epic, der angeschossen war auf 50. Xelbo am Verschieben in Richtung B-Side.
Und North von Souls im 3 gegen 3. Man steht zusammen Mitte unten in Banane. Nevis, der hier sieht, Mitte ist frei, 50 Sekunden. Es könnte also in Richtung B gehen. Und da steht Xelbo durch mit der Flashbang direkt. Wunderbar. Synx riskiert ab und zu mal einen kleinen Blick rein, um hier frühe Infos zu bekommen. Smoke kommt, Popflash von Xelbo fliegt rein. Synx erfolgreich am Hauptmann gespottet worden. Nächste Flashbang rein und Synx kommt zum zweiten. Nein, trifft die Shots nicht ganz, Single Collision. 30 Sekunden, sie wollen verschieben und da steht Nevis schon in der Mitte. Und das müssen sie abbrechen. Die Bombe ist nicht in ihren Händen. Sie müssen die Bombe recovern. Und sie wissen, dass zwei hinten auf B standen. Xelbo, sie boosten sich zusammen, wollen sie es angehen. Xelbo darf nicht sterben, er stirbt aber. Und alles liegt an Nevis. 1 gegen 2. Mit 30 HP, Bombe defensiv gelegt worden. Die Stepsmann hören sie, sie können sich so ein bisschen Crossfire-mäßig aufbauen. Okalicious mit der AWP am Baum. Nevis muss was machen, schaut nach links, schaut nicht nach rechts. Und dann ist Okalicious da. Crossfire sitzt. Und die 8. Runde für Northern Souls. Natürlich wäre es jetzt wünschenswert aus der Sicht von Orkless 5, wenn man hier die Pistole gewinnen könnte, instant auf ein 8:8 ausgleichen, damit die Chance hat, mit 2 Runden in Führung zu gehen. Natürlich die Frage, inwiefern Northern Souls die Runde diesmal aufbauen. Hat hier mit ganz viel Glück, kann man auch schon fast sagen, hinten in der ersten Runde der ersten Halbzeit mit Belmont hier hinten 5 Frags holen können in der ersten Runde. Mal schauen, ob das diesmal auch wieder möglich ist. Oder aber, ob man hier vielleicht auf einen Split-Aufbau geht. Vielleicht nicht schnell mit 5 Mann über Mitte Richtung City-Burgen reinrushen will. Scheinbar dauert es hier noch doch ein wenig zu dauern, bis dann die zweite Hälfte endlich losgehen kann. Die Frage, ob das Ganze taktischer oder vielleicht technischer Natur ist. Vielleicht kurze Pause allgemein für die Spieler. Oder aber auch Taktikpause, um jetzt hier für die T-Set nochmal das Taktikbuch zu studieren. Nochmal ein paar Strats zu besprechen. Um eben genau zu wissen, wer wo abaimt, wer wo reingeht, was wird gespielt, wie versucht man die erste Runde zu holen. Und dann wirklich Schritt für Schritt die Runden holen. Und dann das Ganze in Richtung Matchgewinn steuern. Und jetzt endlich geht es weiter. Pistolrunde in der zweiten Hälfte. Sagt euch getauscht worden auf von Souls auf der City-Side. Orkless 5 auf der T-Side. 4x Kevlar auf beiden Seiten. Kit und Smoke bei Epic. Smoke Doppelflash bei Nevis. Und erstmal geht es schon in Richtung Apps. Und sich schon zurück. Epic Cap. Halten das Ganze noch defensiv. Hören die Steps. Wissen, dass man mit 2, 3 Mann drin sein muss. Und dann wird die erste Smoke, der erste Decoy direkt gewastet, um hier vielleicht ein bisschen Gegner anzuziehen. Sie machen sich bereit, mit 3 Mann rauszupushen, aber hinten ist Gap. Epic Doppelkill, guckt nochmal nach, muss erstmal nachladen. Und dann wird er rausgenommen. Cap oben drauf, ebenfalls 2 Frags für ihn, Nevis alleine. Der kommt hinten von lang. Okolicious hat den richtigen Riecher, schaut es in die falsche Richtung rein. Und da kommt er auf der Bombseite, Nevis wird gedoppelt. Ah, Knife Kill denied worden von Okolicious. 1 HP auf Nevis. 7 Schuss im Magazin. Pit steht, lang steht. Sie aimen erstmal defensiv rein. Schauen, ob sie hier vielleicht den Nevis einfach so vor die Flinte bekommen. Das tun sie, denn er muss die Bombe legen. Er muss hier das Ganze starten. Und somit heißt es nicht Ausgleich, sondern eben eine 2-Runden-Führung für Northern Souls. Pistolen, Kevlar,
bei Orcless 5. Doppel Deagle, Doppel Beto 50, eine Tech 9 auf Nevis. Gepaart mit einer Smog und drei Flashes, um sich hier Richtung A, Richtung B vorzuarbeiten. Okolicious, gibt auch mit dem, was sehen kann. Ja, Instant. Die Smog in der Hand. Molotov bereit, sofern sie hier in App steppen. Ja, Synx macht sich bereit. Erstens, der haben sie bereits gehört. Cap und Ansagen. Die beiden. Crossfire. Haben sie mit M4 und UMP. Sie warten eigentlich auf die Infos. Und da spielt wieder Epic eine ganz große Rolle in diesem A-Defense. Denn hier kommen wieder zwei, drei Mann aus dem Teppich raus. Flashbang bereit bei Xelbo. Fliegt rein. Doppelflash. Epic oben mit der UMP. Treadkill sitzt sich. Die pushen raus. Epic mit der UMP. Weiß noch einer ist oben drin. Xelbo versucht, bitte 50 holt den ersten Töchel raus. Onside steht doch abgeschossen worden. Cap mit 2 AP. Den können sie leicht holen. Aber sie müssen irgendwie einen Shot treffen. Und das ist aktuell nicht der Fall. Nevis mit der UMP zu pushen. Schafft das Erfolg. Aber jetzt pushen sie auch schon Richtung Side ran. Sie hören den Reload. Der AKG. Und dann ist die M4 von Mercer da. Beide M4s können durchgebracht werden. 3 Runden Führung für North and Souls. Auch die vierte Runde sollte es eigentlich noch geben. Da Octus 5 erneut in die Pistoleke-Runde müssen. Alle Deagle auf Nevis. Ja, piekt man in Richtung Mitte, da stehen zwei Mann. Granaten fliegen runter und die machen extrem viel Schaden. 50 minus bei Nevis, minus 40 bei Xelbo. Aimt Mitte zu zweit ab. Scap Acolicious mit den MP9s. Ja, lässt sie hier ein bisschen reinlaufen. Deagle macht auch ein bisschen Schaden gegen Acolicious. Aber noch traut man sich nicht wirklich mehr bei Orcless 5 und schiebt deswegen nochmal komplett nach hinten. Alle vier Mann in Richtung Banane. Und dort sind jetzt eben Mercer und MRKG gefragt. Ja, steht close an der ersten Box. Mercer hinten am Sarg. Erste Leben, die Smoke kommt. 53 Sekunden für Orcless 5. Die wollen trotzdem hier in Richtung B einfach durch die Smoke sneaken. Steps sind gehört worden. Die machen Crossfire. Das seht's bis dann. Und die 2, 3, 4 Frags. Nevis hat sich durch die Smoke gesneakt. Mercer rechnet damit. Schaut erfolgreich mit der Deagle rum. Und wir haben jetzt eben diese angesprochenen 4 Runden Führung. Und endlich Orcless 5 in der ersten Buy-Round. In der ersten Full-Buy-Round. Doch da könnten sie wieder einen kleinen Fall haben, da eben Cap und Acolicious weiterhin mit den MP9 spielen. Mitte diesmal offensiv agieren, dann pushen sie runter, holen selber, holen Nevis, noch eine Banane drin. Mitte oben können sie zum ersten Mal traden mit Synx. Dann sind da eben noch zwei. Synx alleine mit Steeke. Oh, Banane schon steht close, wird schon zweimal gepusht. Synx, nicht gespottet. Da kommt er von hinten im Backstep. Synx, du musst nachladen. Und dann bedankt sich MRKG bei ihm. 12. Runde North and Souls, so X. Entschuldigung, Orcless 5, die erste Buy-Round geht leider daneben und von daher muss man schauen, wie man vielleicht jetzt mit 5 Deagles das Ganze rumreißen kann. Eins hit auf Belmont, Granate, Doppelflash, vielleicht Verständnis, vielleicht ein kleiner Split, ein kleiner Fake. Erstmal einfach nur abnehmen. Ein von Deagles einfach nur schauen. Vielleicht 1-2 Lucky Headshot Entries ziehen, boosten sich auf Shorts, DKO, guckt rein! Hat die jetzt noch abzuhängen, aber es reicht nicht mehr, schon zu drücken. Forts natürlich immer noch mal auch manntechnisch für North and Souls. 5 gegen 4, na immer noch Triple Deagle. Synx natürlich einfach bekommen von Sticker, oder gestorben ist. Onside Scap. Okolesha ist in Richtung Lang unterwegs, schaut mit der AK rein, da kommen jetzt gleich 2, 3, 4 Mann auf einmal rum. Sieht der Base, sieht den zweiten, den dritten, Spraydown macht viel Schaden, es reicht nicht für den 4-Kill, für den 4K, Synx. Kurz gespottet am Pfeiler, Onsen bleibt Epic defensiv, sie stehen schon im CT-Spawn drin, Mercer kann also abbauen mit der unten ebenfalls MRKG. Und dann ist da Mercer und Epic wunderbar gemacht. Doppelkill für mit der M4, 13-7 und so langsam braucht man hier Runden auf der T-Side. Ansonsten könnte dieses Best of One ganz schnell verloren gehen.
Nochmal vor 4 AKs und die AWP auf Xelbo. Und er natürlich die ersten Initial Frag setzen. Peak schaut mit da oben rein. Cap, Epic bleiben defensiv. Die springen nicht in Richtung Short. Ich könnte predikten, dass man jetzt die AWP hat nach der Pistol Eco Runde. Man will hier bloß nichts dem Zufall überlassen. Orkolicious, MKG auf B. Während das dann wieder kurz und lang steht, Mercer und Cap. Und hinten als Backup noch Epic, der den ersten Step in Epps hört. Belmont schaut mal rein. Epps nicht offensiv gehalten. Defensiv, sie aimen die Ausgänge ab Mitte zu zweit. Und da ist Mercer erstmal rausgenommen worden. Wartet auf die Info, die Captain geben kann, um dann durch die Smoke durchzusprayen. Aber da kommt Orkless 5 erstmal nicht aus der Smoke raus. Rechnet damit, dass das Ganze von vielleicht eins oder mehr Leuten abgeaimt wird. Jetzt erst kommt die erste Smoke in Richtung Lang. Die forst Mercer ein wenig zurück in Richtung Library. Die Möglichkeit ist, Mitte einnehmen zu können. Syncs selber schauen Richtung Short. Molotov ins kleine Häuschen rein. Boiler steht ebenfalls keiner. Und Epic oben auf dem Balkon brennt ebenfalls nicht an. 40 Sekunden für Orkless 5. Bombe weiterhin hinten an der T-Rampe. Selber schon geschoben in Richtung B. Und da soll es schlussendlich hingehen. Da warten immer noch Orkolicious und MLKG. Die haben noch viele Flashbangs. Erster Smoke ist raus. Ja, vielleicht muss Orkless 5 hier sogar durch die Smoke durchgehen. Hinten auf A, Belmont sieht Mercer, pusht jetzt über CT-Spawn auf die B-Side. MKG holt den ersten Mann raus, Okolicious muss aushelfen, schafft es nicht. Schießen bis zum Hinterfüßchen, die Kutsche setzt heute weg selber. Dann kommen sie mit 2-3 Mann, 7 Sekunden Zeit sollte reichen für Synx, um die Bombe zu legen. Und der 3 gegen 4 Unterzahl, wichtig. Alle 3 über Banane und Xelbo ist da. Cap ist raus und die Frage bei Epic und Mercer... Will man das riskieren? Will man hier riskieren, mit 2 gegen 4 zu spielen? Oder geht man hier eine Save von Doppelrifle, Doppelkit, Doppelkevlar und 5 Granaten insgesamt? Wir sehen's, die Antwort, die ist gefallen. So ein bisschen Glück im Unglück, könnte man sagen, dass man jetzt hier kurz vor knapp, bevor North and Souls in Richtung 14-15. Runde geht, jetzt natürlich die Chance hat, da einen Riegel vorzuschieben, selber Momentum aufzubauen, selber die Runden zu holen. Sie müssen noch insgesamt 5 Runden nachlegen, um hier ein 13-13 zu haben. Natürlich North and Souls, da ist noch durchaus Geld vorhanden. Zweimal allerdings auch hier 1-4, 1-5, 1-6, dann 5 und 6-6. Könnte vielleicht noch reichen, um nächste Runde nochmal ein paar SMGs zu legen, sofern man die Runde komplett verliert. Das ist wieder der breite Aufbau. Richtung Banane, Richtung Apps. Holt den ersten bereits raus. Xelbo ist da erfolgreich, pusht ein bisschen weiter rein. MLKG smockt einmal ab. Muss sein, dass er nicht die Pre-File-Schutz vom CKO abbekommt. Und erstmal wartet man. Vorher hat man Überzahl 5 gegen 4. Ebenfalls noch massenhaft Granaten. Epic. War zu der Mitte gegen Synx. Prefired. Vielleicht nochmal auf die Ecke. Nein, sneakt jetzt ganz langsam nach vorne. Cap und Epic mit einem kleinen Crossfire. Smoke kommt 63 Sekunden. Doch hier die Smoke für kurz. Cap kann also nichts sehen, nur wenn sie aus dem Hausmeister rauslaufen sollten. Natürlich das. Mit nur 2 Mann eher unwahrscheinlich. Mercer, MKG schieben komplett auf die Ast und lassen B komplett ungedeckt. Und da natürlich kann jetzt die Chance bestehen, für Orkless 5 die Runde schnell zu holen. Synx brennt an, dann pusht hinten raus. MKG steht bereit im CT-Bogen, hinten ebenfalls Mercer. Popflash kommt Richtung Short, dann pusht jetzt komplett um, will auf B gehen und da trifft man eben an den Nerv der Verteidigung von North and Souls. Kein CT auf der B-Side. Alle 3 stehen sie auf A, haben hier mit dem A-Push gerechnet. Leider verschätzt. Bombe ist gelegt worden. Und es geht auch hier wieder in den Safe rein. Wieder 3 Waffen durchbringen. Und gerade das kommt der Economy zugute. Denn hinten MKG, Mercer können es nochmal liegen für Cap und für Orkolicious. Ist man nächste Runde auf jeden Fall wieder sicher in der Fullback Round drin.
Könnte dich auch für eine AWP reichen. Für Ocalicious, das ist kein Problem. Synx, Belmont sneaken sich Bahn runter. Wissen natürlich nicht, wo die drei CTs versuchen, ihre Waffen zu safen. Ob sie vielleicht noch auf die Exit-Tracks gehen, um hier ein paar Waffen noch rauszunehmen. Und die Economy nicht wirklich aufbauen kann. Aber das ist nicht der Fall. Auch da geht es viel drum, die Waffen durchzubringen. Und jetzt eben ein 13:9. Vier Runden sind noch, die sie brauchen. Orkless 5, um hier den Ausgleich zu schaffen. Man geht nicht auf die AWP von Orkulich. Es bleibt bei den M4s, sondern Mercer hat sie. Orkulichers fühlt sich da wohl nicht ganz so confident aktuell mit der Orb. Spielt lieber A-Lang defensiv mit dem Molotow in der Hand, wartet auf die ersten Infos und auch hier kommt Mercer. Piekt Richtung Bahn, Richtung Holz. Molotow forst ihn nicht raus und holt sich DKO. Und der erste Vorteil, den müssen sie ganz schnell revidieren. Selber, gerade Richtung Land, aber hinten ist der Colicious. Hier steht Smoke durch auf Prediction, vielleicht durch die Smoke glücklich den zweiten Flag der Runde holen für Nerf on Souls. Cap hört den Drop in Apps. Nächster Smoke für die Mitte. Molotov bereit für Boiler. Der kommt wunderbar. Belmont kann erstmal nicht durch. Na, die Zeit ist natürlich auch noch ein wichtiger Faktor hier für Orkless 5. Sie müssen natürlich ein bisschen mit 60 Sekunden sich so langsam entscheiden, wo es hingehen soll. Allzu viel Zeit darf man nicht mehr verbummeln. Selber, erster Molotov, der abprallt unglücklich. Und hinten auf Lang könnte Orkulisches reinschießen, muss aufpassen. Noch hört er keine großartigen Schüsse von Anon 5. Jetzt den AWP-Schuss von Xelbau. Wenn man Richtung Short, Richtung Lang, 40 Sekunden und hinten im Pit. Da steht Epic. Der mit einer Popflash Richtung Short. Zusammen mit Orkulisches könnten hier zwei, drei Mann rausnehmen. Orkulisches! Sendung sitzt nicht! Unglücklich gegen Nevis. 1 gegen 1 Trade. Nur dass Nevis angeschossen ist. 2 AP. Epic ist jetzt Open Apps, aber auch da sitzt sich. Jetzt ist Elming nicht. Cap angeschossen, wird gepusht. Unglücklich selber. Ja, Synx und Nevis in 2 gegen 2. Onside steht und das wissen sie. Pre-Fan Cap erfolgreich. MRKG. Er muss es machen, kommt über Library. Das haben sie gehört. Onside steht Nevis mit 2, geht auf die Info. Synx an der Bombe, bleibt defensiv, bis MRKG hier auf der Bombsite sein sollte. Denn er darf sich nicht zeigen. Hat nur Vision Richtung Kurz, bitte mal Richtung Lang, hat MRKG gesehen. Er kommt da und schießt die beiden, dann pieken sie doppelt. Und das spielen sie extrem gut aus. Gerade weil Nevis runter auf 2 HP war und eigentlich direkt One-Shot war. Synx bekommt ebenfalls den Anschuss, dass er unter 15 HP hat. Und dann kommen sie zum Glück beide gleichzeitig rum. Schießen beide auf ihn, können den Frag setzen. 13:10. Mittlerweile auch hier. 3 Runden in Folge für Orkless 5. Und North on Souls nochmal in der vorerst letzten Fullback-Round. Ja, AWP auf Mercer. Schnelle Flash in Richtung Bananen, um vielleicht nochmal nachzupieken. Doppelkill Mercer. Unglücklich für Nevis und für Xelbo. Da kann man nichts gegen machen. Die Frage jetzt im 3 gegen 5. Was kann man hier noch aufbauen? Steakill. Oh, nimmt Mercer auf der B-Set raus. Aktuell B komplett offen. Währenddessen oben in Fs Belmont Richtung Pitch schaut, könnte Epic vielleicht gleich spotten. Belmont alleine auf A. Währenddessen im CT schon MRKG und Cap stehen. Ja, Smogs auf B gehen auf. Könnte mit rechnen, dass man hier auf B die Bombe legt. Und trotzdem ist das Ganze nur ein 2 gegen 4 Sidehold. Also doppelte Überzahl für North on Souls. Durchaus die Möglichkeit, diesen Retake zu komplettieren. Steakill auch mit der AWP. Schaut durch Ruine Richtung CT. Beide stehen sie drin. Und da haben sie den alle 4 kommen über CT-Spawn geschoben. Erste Smokes, erste Flash, Synx ist da, steht links in der Ecke, da kommen die 0-3 Frags raus, Orkulicious, muss nicht jetzt kommt zum ersten, aber nicht zum zweiten. Wunderbar ausgespielt, besser hätte man das gar nicht spielen können. Da hat man wieder so ein bisschen Glück gehabt, dass wirklich alle
alle 4 CTs über den CT-Spawn kommen und wirklich alle nacheinander reinpieken. Crossfire aufgebaut mit der AWP hinten von Ruine vom Garten und eben rechts in der kleinen Ecke. Und dann fällt einer nach dem anderen. Insgesamt 4 und wir haben noch 2 Runden. 2 Runden, die hier zwischen Northern Souls und den Orcless Five liegen. Pistis Only, Oculicious mit Kevlar und CZ, einer Flashbang. Synx auf dem Weg in Richtung Apps und hinten steht schon Cap offensiv. Der hört in Steps in Richtung Apps. Hat sich hier so ein bisschen baiten lassen, Synx. Auf dem zweiten Balkon, refired, 1A, Headshot fliegt. Vorteil für Orcless 5, Epic will traden, hört den Drop in Richtung falsche Mitte. Und auf B kommt man ebenfalls fast den ersten Entry. MRKG, ersten Deagle Shot gedrückt gegen Synx. Auch der ist jetzt angeschossen, genauso wie StKO. Man wartet vergeblich auf B. Nevis. Oh, da reihen sich fast für ihn auf, beide. Weiß einer noch auf B-Side drauf, vielleicht einer noch auf A. Oculicious in der kleinen Ecke, hört die Steps in der Mitte, kann ansagen, ist alleine. 1 gegen 5, wenn ich hier noch eine AK mitnehmen kann. Und die holt er sich, StKO. Ja, Mitte unten ist keiner mehr, da kann er also erstmal zurückgehen. Und Orcless 5. Ja, sie könnten hier mit Synx auf jeden Fall versuchen, auf die Jagd zu gehen. Allerdings hat er nur 19 HP und ist somit fast instant raus. Und Oculicious, ja, AK bringt er durch. Mitte kommt vielleicht noch selber im Gegen. Nein, man geht mit 3 Mann geschlossen Richtung CT-Spawn zurück. Belmont im Pit. Belebt das Ganze mit etwa 14 HP. Und der Vorsprung, der ist erheblich geschrumpft. Wir haben nur noch eine Runde. Eine einzige Runde. Die beiden Teams hier trennen. Wir sehen die nächste Spy-Round von Northern Souls. Doppel-AWP auf Mercer und auf Cap. Na, Cap in Richtung Mitte, will mal reinpieken. Schaut allerdings nur defensiv an der Wand. Flashbang trifft ihn, schießt auf Predict. Man weiß, eine AWP in der Mitte. Und sofern auch Mercer hier in Banane einmal schießt, weiß man, dass man auf einer Doppel-AWP ist. Orcless 5 komplett aufgebaut für Mitte, für Apps. Oben steht ebenfalls Cap mit der Orb. Oh, bisschen Pech, dass er sich hier baiten lässt. Und jetzt ist er hier. Ja, fast noch geblockt geworden von einem Teamkollegen, aber der erste Vorteil geht nochmal von Souls. Überzahl 5 gegen 4. Währenddessen die Zeit langsam runtertickt für Orcless 5. Ja, ebenfalls die Kill angeschossen auf 60. Kurz steht Cap mit der Orb, schaut in Richtung Boiler. Und da kommt Synx ganz langsam. Muss da auch einmal strafen, trifft den Shot nicht lang. Oculicious ist abgesmoked worden. Tut sich etwas defensive Richtung aus und zurück. 50 Sekunden für Orcless 5. Und man rotiert nochmal komplett rüber. Aus der Mitte raus, über Banane auf die B-Side. Und auch da sind noch Granaten vorhanden. MRKG mit Doppel-Flashbang. Mercer mit der AWP und einer Smoke. Und die Zeit, die ist wirklich der Knackpunkt. Und die Smoke nimmt nochmal viel Zeit raus. Jawohl. Flashbangs rein. Onset MRKG. Mercer schießt komplett blind. MRKG sieht den zweiten auch, aber wartet erstmal. Bleibt defensiv. Mercer vielleicht durch die Box. Kommt da hin und holt sich hinten noch Nevis. StKO alleine gegen 4. Hat schon einen. Guckt Richtung CT über der gepusht von 2-3 Mann. 14. Runde. Es gibt erstmal keinen Ausgleich für Orcless 5. Und man ist langsam. Ja, in der Lage hier das Ganze ein bisschen auszuspielen. Wir haben noch ein paar Geldreserven bei Synx und bei Nevis. Allerdings selber mit $700.
die Runde ohne Bombplant beendet und verliert, könnte man so ein bisschen in die schlechtere Ausstattung gedrängt werden. Und North und Souls könnten dann eventuell einfacher die eventuell 16. Runde holen. Aber erstmal gilt es, hier Runde Nummer 13 zu holen, keine zwei Runden an North und Souls in Folge abzugeben. Und da geht es diesmal in Richtung A. Vielleicht über kurz, über lang zusammen. Ocalicious schaut Richtung Long, muss aufpassen. Flashbangs kommen rein. Auch er hat noch eine Flashbang. Guckt, Ocalicious ist jetzt right on. Jawohl. Erster Feuer, ist vielleicht nachgeworfen, aber hinten zieht sich Synx in Richtung CT-Bogen zurück. Na, muss er aufpassen, denn hinten kommen sie jetzt ebenfalls über Lana auf die B-Side. Und da könnte Synx einen Vorteil haben. Ocalicious hat ihn erstmal nicht gespottet, schaut nach links, aber nicht nach rechts. Synx mit einer guten Position. Währenddessen der Rest des Teams langsam in Richtung B-Side reingeht. MKG mit Molotov, den ersten Infos hat er. Kommt raus, Molotov könnte viel Schaden machen. Mercer mit der AWP ist da, kommt zum ersten Peak nach Mercer. Fast am zweiten MKG. Jawohl, der langt ein Shot. Und das ist ein Desaster, ein 2 gegen 5. Keine Chance. 15-12. Drei Matchpoints für Northern Souls. Und gerade angesprochen, geldtechnisch, wir haben 3-6, 2-6 aufs Xelbo. Das reicht nicht ganz für 5 AKs. Wir sehen Doppel-AK Galil, Mac-10 und noch eine Galil auf Xelbo. Und sie brauchen diese Runde. Sie brauchen 3 Runden in Folge, um hier in die Overtime zu gehen. Granate dort zum Glück. Ja, mit einer Mercer-Offensiv wird nur Molotov erstmal zurückgeforst. Und da stehen sie alle 5 drin. Flashbang kommt gut, wird abgeschossen, holt trotzdem noch Nevis. 5 HP, kann nicht zurück zu den Hintern, steht MKG, hält ihn, tradet, fast doppelt. Rotation ist das, Gap Onside, die kommen erstmal nicht durch, sie müssen hier durch die Smog durchlaufen. Das tun sie, TKO, hörst hinten auf, was sie beide, aber das schafft er den Kill nicht. Synx alleine gegen 4 und jetzt alles auf Defense aufgebaut. Synx, mein Baum wird gepickt. Ah, Smog liegt noch, Epic. Könnte einfach durch die Smog pre-firen. Die faded jetzt. Sieht Synx. Da langt wirklich ein Bullet. Ein Shot, um ihn rauszunehmen. Und das war's. 16-12. Northern Souls gewinnen gegen Orcless 5 auf DE Inferno.